Chemnitz am Tag nach der Bluttat. Ultras, Hooligans und Rechtsextreme mobilisieren über das Internet spontan Menschen zu einem sogenannten Trauermarsch. Laut Polizeiangaben rund 800 Personen finden sich dazu in der Nähe des Tatorts am Karl-Marx-Monument zusammen und ziehen dann durch die Innenstadt. Bei einem Rewe-Supermarkt hindern Polizisten die Menschenmenge am Weiterlaufen. Wie aufgeheizt die Stimmung hier schon ist, zeigen diese Aufnahmen. Das System ist am Ende! Ihr seid die Wende! Schon zu diesem Zeitpunkt kommt es laut Zeugenaussagen zu Übergriffen auf Menschen nicht deutscher Herkunft. Diese Gruppe hielt sich nach eigenen Angaben in der Nähe des Rewe-Supermarktes auf. Sie wurde demnach ohne Vorwarnung von mehreren Angreifern attackiert. Also die haben so mich der hat meinen Kopf so genommen und mit seinen Knie so geschlagen. Und auf einmal so kam bei mir Blut. Ich musste einfach rennen, weil ich habe einfach schwarz so, bei mir war schwarz. Und ich wollte einfach den Blut so halten, damit es halt nicht so viel fließt. Meine Klamotten war auch komplett Blut. Die wenigen Polizisten vor Ort sind mit der aufgewiegelten Menge offenbar überfordert. Nach wenigen Minuten muss die Polizei ihre Straßensperre aufgeben. Sprengt die Ketten! Die Polizisten eskortieren die wütende Masse nun auf ihrem weiteren Weg. Hinter dem roten Turm biegt die Menge rechts ab und nimmt dann nach einem kleinen Umweg Kurs auf die Zentralhaltestelle. Aufnahmen einer Frau, die am Rande des Zuges die Marschierenden als Rassisten beschimpft. Kurz darauf wird sie am Filmen gehindert. Offenbar sagt ihr dann ein Polizist, sie solle weggehen zu ihrer eigenen Sicherheit. Die Menschenmenge zieht weiter, quer über den Johannesplatz. Vor einem Möbelhaus wird sie von Polizisten gestoppt. Dieses aus dem Zug der Marschierenden aufgenommene Video zeigt, Beamte setzen offenbar Pfefferspray ein. Sie verhindern so ein Aufeinandertreffen mit Gegendemonstranten. Die rechten Demonstranten weichen zurück, gehen wieder zur Bahnhofstraße. Hier kommt es zu einem Angriff, der auf diesem mittlerweile bekannt gewordenen Video festgehalten wurde. Hase, du bleibst hier. Es ist dieses Video, das bei der Diskussion um die Aussagen von Verfassungsschutzpräsident Maaßen eine zentrale Rolle spielt. Die Menge zieht weiter und biegt links ab. Hier versammeln sich die Menschen am Ausgangspunkt des Aufmarsches. Am Tatort, an dem in der Nacht zuvor Daniel H. niedergestochen wurde, keine lauten Rufe mehr, kein Skandieren. Dann löst sich die unangemeldete Demonstration auf.